Hallo, ich bin Tim Funke, der Personalleiter der MindSquare, und ich werde dir heute all deine Fragen rund um unseren Bewerbungsprozess beantworten. Mit unserem Bewerbungsprozess verfolgen wir in erster Linie zwei Ziele, nämlich zum einen, dass du all das über uns erfährst, was für dich wichtig ist, um deine Entscheidung zu treffen und hinterher sagen zu können, jawohl, MindSquare, das ist mein Traumarbeitgeber, hier möchte ich arbeiten. Das ist schon mal das erste wichtige Ziel. Das zweite Ziel ist, dass wir schnell sind. Das heißt, ab Eingang deiner Bewerbung dauert es maximal 3 Wochen bis hin zu unserer gemeinsamen Entscheidung, dass du sagst, passt für dich und wir sagen, passt für uns. Das wäre dann ja auch mit dem Arbeitsvertrag, das maximal 3 Wochen. Wie sehen die einzelnen Prozessschritte dazu aus? Wir lernen uns ja irgendwie kennen. Das heißt, du bewirbst dich bei uns oder wir haben dich angeschrieben auf einer der zahlreichen Plattformen im Internet. Dann findet ein Telefoninterview statt. Und nach dem Telefoninterview geht es dann direkt mit dem Bewerbertag weiter. Das sind 1,5 Tage hier bei uns in Bielefeld, wo du eben auch dann die Möglichkeit hast, wirklich all deine Fragen loszuwerden und uns persönlich kennenzulernen. Und danach kommt dann auch schon 2 Tage später unser Feedback. Das erfolgt auch immer telefonisch. Das heißt, du bekommst immer ein telefonisches Feedback, wie dann der Bewerbertag für dich gelaufen ist. Es gibt verschiedene Einstiegsmöglichkeiten für dich, entweder nach deinem Studium, das heißt, wenn du dein Studium abgeschlossen hast, kannst du eben dann als Trainee anfangen, wirst durchs Trainee-Programm auf den Job vorbereitet. Du kannst aber auch mit einem Praktikum bei uns anfangen, wenn danach dann direkt deine Abschlussarbeit kommt, dann kombinieren wir das Ganze ein bisschen, legen zum Beispiel das Trainee-Programm in dein Praktikum, bereiten dich dann auf deine Abschlussarbeit vor und dann schreibst du die Abschlussarbeit und dann kannst du direkt als Consultant durchstarten. Und natürlich besteht auch die Möglichkeit, deine Abschlussarbeit, deine Bachelor- oder deine Masterarbeit bei uns zu schreiben. Das sind so die verschiedenen Einstiegsmöglichkeiten mit Studienende. Wenn du das Trainee-Programm erfolgreich abgeschlossen hast, geht es direkt in die Projekte, dann aber noch gar nicht alleine, sondern erstmal mit einem Seniorberater zusammen, mit deinem Teamleiter oder vielleicht deinem Fachbereichsleiter. So dass du denen noch ein bisschen über die Schulter gucken kannst. Finde ich auch immer ganz wichtig, dass man von den erfahrenen Kollegen eben auch lernen kann. Wie machen die das eigentlich? Wie agieren die beim Kunden? Worauf ist zu achten? Und dann nach und nach übernimmst du mehr Aufgaben und so hast du einen relativ entspannten Einstieg in dein erstes Projekt. Liegt aber auch wieder viel bei dir. Gerade die Geschwindigkeit bestimmst du maßgeblich selber, wie schnell du dann eben auch selber Verantwortung übernehmen willst. Nicht umsonst sind wir auch im letzten Jahr wieder zu Deutschlands bestem Arbeitgeber ausgezeichnet worden. Du solltest bei uns anfangen, wenn du Bock darauf hast, eine wirklich exzellente Unternehmenskultur mitzumachen, mitzugestalten. Wenn du selber dich weiterentwickeln möchtest, das ist mir immer ganz, ganz wichtig, dass sich die Mitarbeiter bei uns natürlich fachlich weiterentwickeln, das ist normal. Aber wir investieren auch unheimlich viel in deine persönliche Entwicklung. Und wenn du Bock darauf hast, dieses Unternehmensklima kennenzulernen und dich selber weiterzuentwickeln, vorwärts zu kommen, auch Karriere gerne zu machen, innerhalb von 2 Jahren vielleicht sogar zum Beispiel Teamleiter zu werden, dann bist du hier richtig und dann sage ich schon mal herzlich willkommen. Ich hoffe, ich konnte auch deine Frage beantworten. Solltest du noch weitere Fragen haben, stehe ich auch gerne persönlich zum Beantworten zur Verfügung. Schreib mir doch einfach eine E-Mail. Oder ruf einfach an.